kann er. Ah, sensationell diese Rückhand. Die Qualifikation überlebt hat. Also da haben sie ihren Spaß, die Zuschauer, wie im Training hier. Roger Federer und der Blick nach oben, ja, heute kein allzu schöner Tag hier am Arabischen Golf. Wetterwahrscheinlichkeit von 30%. Fielen schon ein paar Tropfen heute Nachmittag, hoffen wir darauf. Und Liga zu Hause als Abel, der in der Regel Challenger und Qualis spielt. Zweites Ass, wann wir dieses Spiel übertragen, damit Sie alle zuschauen können in Deutschland, die Abel-Fans. Und jetzt bloß nicht ein Spiel abgeben. Der war schwer. Wirklich guter Ball vom Schweizer. Haha! Ein Ass! Schade, trotzdem ein klasse Satz von Maximilian Abel und ich sage, das war nicht nötig, den hier abzugeben mit 4:6. Hat sich prima verkauft und noch unter anderem Jimmy Delgado, den Briten und Mario Ancic, den Kroaten, der im letzten Jahr Wimbledon Nummer 1 bei den Junioren Orange Bowl. Gegenwärtigen Bedrohungen, die Leute doch hier relativ relaxed und entspannt. Da ist es! Erst diese tolle Vorbereitung mit der Vorhand. Oh, starker Ball, immer wieder diese Vorhand. Nassen Hardcourt-Platz zu spielen. Der muss es ja.
Jawohl! Haha, klasse Punkt. Konnte ihn schon vorher machen, aber reinfahren. Ich denke, es kommt hier gleich die Sirene. Und dann ist erstmal Schluss. Ein guter Anfang für den Jungen. Also diese Crosscourt geschlagene schnelle Match in aller Runde anschauen, denn hier wird sein Viertelfinalgegner ermittelt in dieser Partie zwischen Maximilian Abel und Roger Federer. Ja, einfach nur abtropfen lassen. Er kann es doch vorne am Netz. 15. Das war schon ein Pfund. Und dann noch einen draufgelegt. Auch dieses Aufschlagspiel vom Schweizer wieder. Bordorf, der hier auf der Tribüne sitzt. Da muss er jetzt selber durch, muss seinen Service halten. Sonst ist er raus in diesem Zweitrunden-Match in Dubai. Wind. Federer ist auch einer, der oft sehr nah an den Ufern des Zorns baut und sich aufhält. Und diese ganze zur Schau gestellte oder auch tatsächliche Selbstsicherheit. Oh, bitteres Ende, fünfte Doppelfehler, trotzdem ein tolles Match. Gratulieren wir erst Roger Federer. Er gewinnt, was alle erwartet haben, diese Partie 6-4, 7-5. Zwei Breaks für ihn, nur eins für Abel. Durchschnittliche Leistung reicht ihm, aber überdurchschnittlich die Leistung des 20. Und weil ich mich schon so schön verabschiedet habe, wollen wir uns das eigentlich sparen. Noch ein Blick auf...